Weil sie ist zwar genauso Damage-Dealer wie die anderen beiden auch, aber sie muss auch noch heilen. Ist jetzt in den normalen Kämpfen nicht wirklich schlimm, weil wir da fast gar nicht heilen müssen. Aber bei Bosskämpfen wird das schon ins Gewicht fallen. Und hier dran erinnere ich mich noch. An diese Müllhalden. Die hatten am Ende der Presseversion dafür gesorgt, dass wir nicht weiterkamen. Also nicht wirklich. Es gab da irgendwo eine Tür, die konnte man nicht öffnen. Hinter der Tür waren Gegner. Und die haben Talana, als sie allein hier rumgeirrt ist, geaggro. Wow. Hallo? Was zur Hölle? Das war richtig cool. Das war richtig, richtig cool. Mach das nochmal. Ja, töten. Töten, töten, töten. Danach können wir ihm applaudieren. So. Das ist der erste Aufruf von den Magiern hier drin, ne? Ja. Boah, geil gemacht, geil gemacht. So. So eine Überraschung sind super. Weg mit dir. So eine Überraschung sind echt super. Also nicht für unsere Helden, aber für den Spieler. Abwechslung ist da toll. So, du, neun Zaubertrank, du, neun Zaubertrank, du, neun Zaubertrank. Okay. Oh, vier auf ein. Nein. Du stehst nicht gut. Ich hätte gern alle vier auf einem Feld. Ich weiß, das ist gierig wegen dem Flächenschaden. Aber das kriege ich, glaube ich, hin, indem ich jetzt ihn wurzel. Danach nach links ausweiche. Nee, dann hingen die Schützen hinterher. Mach mal so. So. Ja, jetzt kommen die eh alle raus. Okay. Dich hauen wir also ganz normal weg. So in einer Runde. Dann kommt der Rest. Jetzt. Jetzt kommt der Flächenschaden. Wuff. Sehr schön. Und du heil bitte sie. Und jetzt dürfen sich die beiden hier ausbaldowern, wer die Erfahrungspunkte bekommen soll. Na komm, du tötest ihn und du tötest mit etwas Glück die beiden anderen. Oh, schade. Aber trotzdem sehr schön. Und ganz viele mittlere Tränke. Was auch sehr gut ist. So. Noch irgendwelcher Respawn hier? Das, also, ne? Respawn war es ja nicht wirklich. Das war, glaube ich, rein programmiert. Also es gehört so, dass die jetzt hier auftauchen, nachdem wir links das aufgemacht haben. Genauso wie dieser Reinspringmagier. So, die Tür ist jetzt auf. Den Schalter. Hier ist nichts zu looten. Obwohl sowas zwischen auch ganz schön wäre zwischendurch. Dass irgendwo einfach irgendwas Auffälliges rumliegt. Also nicht, ne? Nicht blinkend und Pfeil drauf und so weiter, sondern einfach nur so wie hier rumliegt. Und wenn man dann hinguckt, dass man die looten kann. So eine Kleinigkeit. Oh, töten? Was? Ah, da. Schieß, 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 schieß. Oh, hallo Magier. Wurzel, Blitz, Debuff, Feuer. Wurzel, Blitz, Schlag, Feuer. Du, Heilung. Und weg. So, da geht's hoch. Essen will ich hier gucken, ob noch irgendwas ist. Haha. Bringt die Truhen so schnell wie möglich in den Burgfried. Ja, nee. Mitkommen. Yumi. Anfängerbogen. 8 bis 16 plus 3, also 11 bis 19. Nö, bist nicht besser. Ihr seid sowieso nicht besser. Du bist für Tirik besser, weil Tirik der nicht ganz so aussieht. 3 Rüstwert. 3 Rüstwert. 3 plus magisch, okay. 8 bis 10 haben wir auch schon. So, das kann alles weg da unten. Weiter.
Imperialer Speer. Ja, sieht schick aus. 14 bis 26. Tirik mit seinem Akro-Speer. Sein Akro-Speer ist auch besser, ne? Plus 2 bis 2 Schaden. Ja, aber dafür macht der andere plus 3 Grundschaden Wassermeer. Imperialer Speer kann aufwecken, das auch. Du kleiner Trank, du kleiner Trank, du kleiner Trank. Da war das doch noch nicht auf der Etage. Also ich suche gerade das, wo Talana festhing. Aber ich glaube, es war noch eine Etage höher. Also jetzt hier. Das ganze Ding hatte insgesamt 3 Etagen. Oh. Also müssen wir jetzt unbedingt in der Etage alles... Oh, Kiste. Alles leer machen. Und jede Tür öffnen, die geht und so weiter und so weiter. Weil wir später nicht mehr hier reinkommen. Später wird der ganze Dungeon ja zu einem Raum, wo ein paar Leute rumstehen und mehr kann man nicht machen. Hallo. Husch. Ich höre was hinter uns, ja. Und ich höre Hühnchen gackern, das ist zur Hölle. So, Funken. Feuer. Wir werden von überall attackt. So, du musst jetzt den vor uns töten und den da hinten Schaden machen. Genau, ganz viel Schaden. Du machst den Flächenschaden. Du tötest den Einzelnen. Du schützt uns. Tonk, 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 tonk. Du trinkst einen Trank. Du tötest und hättest vor den Flächenschaden machen sollen und du haust. Derrick ist K.O. Und er schlägt auf den K.O. geschlagenen Derrick ein. Du bist doch ein echtes... Na? Weg mit dir. Zaubertrank. Zaubertrank. Die Zaubertränke bringen langsam nicht mehr so wirklich viel, ne? So, Derrick war rauf. Genau. Bald ist Schlaf, man gesagt. Bist du der Schalter, der das in der Presseversion verbuggt hat? Ich lass dich mal so, wie du bist. Versuch den Dungeon so weit es geht zu machen und wenn dann später nichts mehr geht, dann... Also jetzt drück mir den Schalter. Klick. Kann ich vorsichtig genug sein? Oh. Ja, nee, so nicht. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. So, Elite und Squad. Da habe ich mich verklickt. Das war nicht gut. Wir müssen die hier unbedingt rausnehmen, die teuren Dinger. So, links, du, rechts, daneben, du. Weg, weg, links, du, rechts, daneben, du. Wenn ihr einen von den... Oh, weg, 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 weg. Wenn ihr einen von den tollen Tränken trinken wollt, dann gefälligst vom Inventar aus. Weg und überhaupt. So. Du, Feuerball. Du Spott den Magier. Feuerball. Mach erstmal die Elite weg, weil der kann uns stunnen. Du kritzelst beide. Du versuchst Schaden zu machen. So. Zaubertrank. Wurzel den weg. Du brauchst deinen Blitzstrahl wieder. Da. So. Blitzstrahl. Uff. Hauen. Ach komm, piekst den mal. Daneben. Das bringt nicht so wirklich viel. Feuer. Weg. So, Schlafenszeit. R. Sehr gut. Zumal wir also den Buff jetzt wieder haben, der ja doch schon einiges bringt. Den hatte ich ja vorhin absichtlich weggeklickt. So, die Tür wird von woanders gesteuert. Die Tür wird woanders gesteuert.
Da geht's hoch und das ist die Tür, die vorher auch nicht aufging. Die... Was war das? Irgendwas klackert hier rum. Also wenn jemand Sachen durchfühlen würde. Also wir werden jetzt bestimmt irgendwo einen Schalter finden, mit dem wir die Tür nach oben aufbekommen. Aber nicht die andere Tür, die letztes Mal verbuggt war. Also müssen wir da vorsichtig sein. Oh. Oder ist einfach nur eine Abkürzung. Gut. Da geht's rund. Hier ist ein Schalter. Ja, kommt her, wenn ihr wollt. Habe ich kein Problem mit. Flächenschaden. Flächenschaden. Zip. Und weg. Weg, 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 weg. Alles plündern. Lederarmschienen. Ja, könnt ihr gebrauchen. Und Zweiersandalen. Nee. Nee. Ja, Kirogon, komm. Du hast Stiefel, die nichts machen. Zieh mir die Sandalen an, bitte. Das haben wir schon gedrückt. Oh, hier ist ja noch gut was zu machen. Okay, Sackgasse. Keine Geheimnisse, kein gar nix. Au. Was? Das ist eine garstige Begrüßung. Und das können wir auch. Schutz. Feuer. Wurzeln. Das da. Jetzt müssen wir jetzt mal durch die durchzaubern. Okay. Soll ja kein Problem sein. Und wir haben wieder eine Runde geschenkt bekommen. Oh, beide schön dicht beisammen. Direkt, mach mal. Husch. Stufe in heilige Sandalen gesteigert. Schön. Hauen. Hauen. Schöner Crit, schöner Crit. Da war die vollgepanzerte Wache im Bett. Stirnreife. Rüstungswert 2. Haben wir alle schon, ne? Ja, ja. Nein. Und Wollfäustlinge. Plus 1 Rüstwert. Na komm. Leichte Rüstung mit plus 12. Kaching. Das kann weg, so. Noch irgendwo irgendwas zu holen? Bücherregal oder so? Nee. Und anderswo. Markieren wir uns mal. Einfach so. Darum, 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 darum. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel. Das heißt, jetzt ist durch einen der Schalter die Tür hier aufgegangen. Oh, und die Zwischentür ist offen. Aha, sehr praktisch. Was? Ich hätte jetzt eher einen Schlüssel erwartet oder einen Schalter. Aber nicht das. Okay. Sie ist nochmal im Kreis gelaufen. Ja, da geht's wieder dahin. Nee. Da geht's runter. Nix. Da war ein Schalter, den wir schon gedrückt haben. Da oben ist die Tür, die abgeschlossen ist, die immer noch abgeschlossen sein wird. Richtig. Heißt ein neuer Tag bricht an. Irgendwo ist ein geheimer Durchgang oder so. Oder einen Schalter, den ich übersehen habe.